Vielen Dank für die freundliche Einführung. Paul von Benickendorf und von Hindenburg hatte zu Lebzeiten keine Beziehung zu Marburg. Einmal passierte er im Auto die Stadt an der Lahn am 14. November 1918. Ein Verwandter eines Schwiegersohns von Hindenburg, Hans Joachim von Brockhusen, lebte seit 1932 in Marburg. Als Schüler des Medievisten Stengel widmete er sich der Heraldik. Von ihm stammt der fantasievollste Beitrag in der dickleibigen Marburger Geschichte aus dem Jahre 1980. Brockhusen machte von der berühmten Verwandtschaft nie Gebrauch. Die Benennung von Straßen nach lebenden Personen galt immer als anstößig. So ist es schon bemerkenswert, dass Friedrich Siebert, Ehrenbürger der Stadt, Anfang 1915 beantragte, die Schwanallee nach Hindenburg umzubenennen, zur Erinnerung an seine Bewahrung des deutschen Landes. Später nannte er die Frankfurter Straße. Ihm war es wichtig, dass Hindenburg in dem Viertel einen Straßennamen erhielt, wo Bismarck und Moltke geehrt worden waren. 1917 beschloss der Magistrat, dem Krummbogen die Bezeichnung Hindenburgstraße zu geben. Gut ein Jahr später schrieb der schon erwähnte Professor Stengel an Oberbürgermeister Troje. Im Anschluss an einen Vortrag von Archivar Küch, den auch Troje gehört hatte, kam er auf das ehrwürdige Alter des Straßennamens Krummbogen zu sprechen. Als Historiker und Freund des Heimatschutzes äußerte er den Wunsch, dass kein altes, kostbares Sprachgut verdrängt wird. Nach Hindenburg solle eine Straße jüngeren Datums oder noch ganz ohne Namen gewählt werden. Troje legte die Sache dem Magistrat nicht vor und würdigte Stengel keiner Antwort. Mit dem Ausbau der Reichsstraße 3 im Jahre 1935, die über die Schützenfuhlbrücke geleitet und dann östlich der Lahn und um Weidenhausen herumgeführt wurde, um den Verkehr in den westlichen Stadtteilen zu entlasten, wurde die Hindenburgstraße bis zum Südbahnhof verlängert und zugleich zum Ring aufgewertet. Der Ring ging nicht ohne Unterbrechung durch, denn ein kurzes Stück südlich von Weidenhausen hieß es weiterhin Kapplerstraße. Nach dem Einmarsch der Amerikaner am 28. März 1945 wurden zwei Tage später 10 Straßen umbenannt, die Namen von Nazi-Größen oder Antisemiten trugen oder an ein Gebiet außerhalb des Reiches erinnerte, Egerländer Straße. Die Maßnahme wurde durch öffentlichen Aushang und durch Auswechslung der Straßenschilder bekannt gemacht. Hindenburg war nicht dabei. Die Umbenennung kaiserzeitlicher Straßen im Südviertel, nicht alle wurden umbenannt, und auch des Hindenburgringes interessierte keinen. In dem Aktenband Straßenbenennungen wurde nichts vermerkt. Eine Konkordanz mit alten und neuen Namen wurde frühestens 1950 erarbeitet. Nur durch einen Aktenband des Bauamtes, in dem es um die Änderung von Hausnummern der Kappeler Straße geht, wissen wir, dass am 13. Oktober 1945 der Hindenburgring vom Hauptbahnhof bis zum Südbahnhof durchgängig den Namen Krummbogen trug und auch den bislang ausgesparten Teil der Kappeler Straße einbezog. Die zweite öffentliche Ehrung erfuhr Hindenburg durch die Verleihung des Rechtes eines Ehrenbürgers der Stadt Marburg am 3. April 1933. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss mit Zustimmung des Magistrats, Generalfeldmarschall und Reichspräsident Paul von Benickendorf und Hindenburg und Volkskanzler Adolf Hitler, die Rechte von Ehrenbürgern zu verleihen.
Hindenburg und Hitler werden in einem Atemzug genannt. Der falsche Begriff Volkskanzler wird in der Ausfertigung durch das korrekte Reichskanzler ersetzt. Die Gestaltung des Briefes für Hindenburg sollte der Maler Karl Banzer übernehmen. Banzer sagte sofort zu, wobei er erwähnte, Hindenburg vor 14 Jahren in Kassel in 11 Sitzungen porträtiert zu haben, durch die ich ihm auch persönlich näher treten durfte. Das Bild habe ich eingangs gezeigt. Gut 2 Wochen später sagte er ohne Begründung ab. Den Auftrag erhielt der Kunstmaler Nikolaus Dauber, der schon für die Gestaltung des Briefes für Hitler vorgesehen war. Beide Briefe sind in der äußeren Erscheinung sehr ähnlich, was historisch gerecht ist, weil sie inhaltlich zusammengehören. Der Brief an Hindenburg wurde in eine Mappe aus braunem Saffianleder gesteckt und mit der Post versandt. Hindenburg erhielt Tausende von Ehrenbürgerbriefen, die meisten während des Krieges und nach der Wahl zum Reichspräsidenten. 1927 wurde in Marburg für eine Hindenburg-Spende gesammelt. Nach dem Tode des Reichspräsidenten hielt der Stahlhelm eine Gedächtnisfeier vor dem Kreiskriegerdenkmal ab und die NSDAP auf dem Kämpfrasen. Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung mussten 14 Tage Trauerflor tragen. Ein Jahr später veranstaltete die Berufsschule eine Gedächtnisfeier. Das Luftschiff Hindenburg überquerte 1936 Marburg. Das Deutsche Reich prägte mindestens 1936 und 1937 Silbermünzen, die auf der Vorderseite Symbole der NS-Herrschaft zeigten und auf der Rückseite den Kopf Paul von Hindenburgs im Profil und seinen Namen, ohne Nennung von Staatsfunktionen. Hindenburg war der NS-Herrschaft sehr wichtig, auch über seinen Tod hinaus. Ich komme nun zum Weg des toten Hindenburg nach Marburg. Aus dem Ehrenmal in Tannenberg in Ostpreußen wurden die Särge vor der herandrängenden Roten Armee evakuiert, bevor die ganze Anlage von deutschen Truppen in die Luft gesprengt wurde. Auf unklarer Route, erst auf Lastwagen, dann über die Ostsee mit dem Schiff, dann erneut auf Lastwagen, wurden die Särge in ein stillgelegtes Kalibergwerk in Bernterode an der Wipper im thüringischen Eichsfeld gebracht. In Potsdam waren die Särge König Friedrichs II. Und seines Vaters, König Friedrich Wilhelm, hinzugestoßen. Als die Amerikaner Thüringen besetzten, wurden sie sofort von polnischen Zwangsarbeitern informiert, die nicht nur die 4 Särge, sondern auch einen Kronschatz, Kunstwerke und zahlreiche Kriegsfahnen und Standarten auf 500 Meter Tiefe eingemauert hatten. Da die Amerikaner Thüringen zu räumen hatten, das vereinbarungsgemäß Teil der sowjetischen Besatzungszone werden sollte, transportierten sie die Fundstücke Anfang Mai 1945 in ihre Zone ab, die Wertgegenstände mit militärischer Bedeckung zu den Tresoren der Reichsbank in Frankfurt am Main, den Rest nach Marburg. Warum Marburg? Marburg lag in der amerikanischen Zone einigermaßen nahe an Thüringen, war fast unzerstört und besaß große Gebäude wie das Schloss und das Staatsarchiv, die weitgehend leer standen. Die Särge wurden in einem Kellerraum im Schloss untergebracht, bevor sie dann am 8. Februar 1946 ins Staatsarchiv gefahren wurden. Hier lagen sie verschlossen und streng bewacht im Kellergeschoss, und zwar vermutlich in dem Vorraum zur ehemaligen Heizungsanlage, die heute als Bücherlager der Historischen Kommission für Hessen dient. Von dort aus erreicht man bequem den Innenhof des Staatsarchivs, der von der Wilhelmstraße her mit Lastwagen befahren werden kann. Das war natürlich keine Dauerlösung.
Ab März 1946 erörterten die Amerikaner die Zukunft der Särge. Nach Potsdam sollten die Hohenzollern nicht zurück. Der Chef des Hauses Hohenzollern lebte auf der Burg Hohenzollern bei Hechingen in der französischen Zone. Die Hindenburgs hatten ihren Wohnsitz in Medingen bei Bevensen im Kreis Uelzen in der britischen Zone. Die Zonengrenzen waren 1946 nur schwer zu passieren und die Amerikaner scheuten Verhandlungen mit den Alliierten. Sie entschieden, die Beisetzungen in der eigenen Zone durchzuführen. Ein kleines Weingut im Rheingau und Schloss Friedrichsruh bei Kronberg im Taunus waren die einzigen Besitzungen der Hohenzollern in der amerikanischen Zone. Sie wurden als unangemessen für die Könige angesehen. So kam die Elisabethkirche in Marburg in den Blick, die von angemessener Würde, protestantischer Konfession und auch noch nahe gelegen war. Am 24. Mai wurde der hessische Ministerpräsident informiert. Das betraf nur die Königssärge. Die Hindenburg-Särge sollten an einem abgelegenen Ort möglichst unauffällig privat beigesetzt werden. Eine Kirche wurde zunächst ausgeschlossen. Die Stelle sollte dem öffentlichen Publikumsverkehr nicht stark ausgesetzt sein. Oskar von Hindenburg wünschte eine Beisetzung in Hannover, befürchtete jedoch Schwierigkeiten mit der britischen Militärverwaltung. Bei der Suche wurde auch ein Platz an der Kirchenmauer außerhalb der Kirche und einer in der Pfarrkirche erwogen, dann aber verworfen. Am 11. Juni legten die Amerikaner fest, dass die Hohenzollern in der Elisabethkirche beigesetzt werden, und zwar im Nordchor an der Westwand, die sich gut durch Metallgitter und Trennwände von der übrigen Kirche abtrennen lasse. Am 12. holte man in der Elisabethkirche in Gegenwart von Oskar von Hindenburg das formelle Einverständnis von Pfarrer Schimmelfeng ein. Ein Widerspruch wäre nicht möglich gewesen, zumal die evangelische Kirche nur Nutznießerin, nicht aber Eigentümerin der Elisabethkirche war. Der Kirchenvorstand durfte nicht informiert werden, damit nichts an die Öffentlichkeit drang. Für eine eventuelle Beisetzung der Hindenburgs wählte man die Halle unter dem Nordturm. Beide Beisetzungen wurden klar voneinander geschieden. Die eine war eine Staatsaktion des Landes Hessen, die andere eine Privataktion der Familie von Hindenburg. Die Amerikaner setzten alle ihre Wünsche durch, nur in einem hatte der Protest von Pfarrer Schimmelfeng Erfolg. Eine Absperrung der Hohenzollerngräber wurde nicht umgesetzt. Kein Wunder, die Hohenzollern sollten gegenüber vom Mausoleum der heiligen Elisabeth liegen. Eine Abtrennung des ganzen Chores hätte die Heilige von ihrer eigenen Kirche ausgesperrt. Bemerkenswert ist die Platzierung der Gräbergruppen. Die Könige im Kernpunkt der Kirche und die Hindenburgs im hintersten Winkel unter dem Nordturm. Am gleichen Tag, den 12. Juni, identifizierte man die Särge im Staatsarchiv. Man fand sie in alte Decken eingehüllt und nur mit aufgeklebten Zetteln markiert. Der Sarg von Paul von Hindenburg konnte an einem Brandfleck identifiziert werden. Bei den Beisetzungsfeierlichkeiten in dem Nationaldenkmal Tannenberg hatte ein unvorsichtiger Fotograf bei einer Blitzlichtaufnahme die schwarze Tuchdekoration des Raumes in Flammen gesetzt, die den Sarg in Mitleidenschaft zogen. Keiner der vier verlöteten Metallinnensärge wurde geöffnet. Man begnügte sich mit der Annahme der Echtheit. Die bautechnischen Vorbereitungen der Beisetzung wurden dem Staatsbauamt Marburg übertragen. Bei einer Besprechung am 22. Juli stellte sich heraus, dass die Grundmauerplatte des Nordturms schon in einer Tiefe von 50 cm beginnt.
Weil die Grabplatten nun über den Fußboden ragen würden, mussten sie modifiziert werden. Roter Main-Sandstein wurde bei der Firma Zeller in Miltenberg bestellt. Die Arbeiten an der Grabstelle der Hohenzollern verliefen einfacher. An der Stelle der Konradsbasilika, des Vorgängerbaus der Elisabethkirche, wurde eine 1,80 Meter tief bis auf den Boden der Konradskirche hinabführende Gruft auf einer Länge von 2x3 Metern ausgeschachtet und mit Ziegelsteinen ausgemauert. Jetzt im August 1946 wurde zum ersten Mal innerhalb der hessischen Landesregierung eine abweichende Auffassung vernehmbar. Der Chef der Staatskanzlei, Dr. Hermann Brill, ein Sozialdemokrat und NS-Verfolgter, schlug in einer engagierten Stellungnahme vor, die Hindenburgs privat in Hannover beisetzen zu lassen. Nach dem Nürnberger Prozess sei eine Privilegierung durch eine besonders ehrenvolle Unterbringung in einer berühmten Kirche unangebracht. Er warnte auch vor der Gefahr nationalistischer Demonstrationen am Grab. Dieses Sondervotum wurde von Ministerpräsident Geiler zu den Akten gelegt, aber die Amerikaner erfuhren davon. Zu einer Revision ihrer Pläne sahen sie sich nicht veranlasst, im Gegenteil. Sie drängten auf eine schnelle Beisetzung, um die Sache abzuschließen. In der Nacht vom 16. zum 17. August 1946 wurden die Särge auf amerikanischen Militärlastwagen vom Staatsarchiv zur Elisabethkirche gefahren. Am 21. August vormittags fand die Feierlichkeit für die Preußenkönige unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Anwesend waren einige Mitglieder der Hohenzollern-Familie, einige amerikanische Offiziere und ein amerikanischer Journalist, ein Vertreter der Landesregierung, der Leiter des Staatshochbauamtes und ein Vertreter der Stadt. Die feierliche Beisetzung der Hindenburgs war für den gleichen Tag, 21. August, am frühen Nachmittag angesetzt. Doch keiner aus der Familie war erschienen, sodass die Bestattung verschoben werden musste. Das lag nicht an den Hindenburgs, sondern an Verzögerungen bei der Beschaffung von Papieren und der Hinhaltetaktik der britischen Militärbehörden. Ein amerikanischer Offizier fuhr kurz entschlossen mit einem Militärtransporter in die britische Zone, um aus Medingen die Familienangehörige nach Marburg zu bringen. Er kam am Abend des 24. August mit 7 Personen zurück. Am 25., einem Sonntag, fand dann eine kurze Trauerfeier für die Hindenburgs statt. Die teilnehmenden Vertreter der Militärs, der Landesregierung und der Stadt Marburg waren im Rang geringer als bei der Hohenzollernfeier. Die Hindenburgs waren in Privatquartieren untergebracht und wurden im europäischen Hof verpflegt. Am Montagvormittag reisten sie wieder mit einem Wagen der Besatzungsmacht ab. Die Grabstätten waren zwar verlegt, die Grabanlage der Hindenburgs, die ja über den Fußboden hinausragte, noch nicht fertiggestellt. Die Arbeit verzögerte sich, zum Teil wegen der starken Beanspruchung des Steinmetzbetriebs in Miltenberg mit Reparaturen an beschädigten Häusern. Später behinderte der hereinbrechende Winter den Fortgang der Arbeiten im Steinbruch. Am 14. März 1947 ließ das hessische Staatsministerium die Arbeiten einstellen wegen einer möglichen Überführung der Särge anderswohin. Bis auf eine kleine Restmenge waren die Steine bereits zugeschnitten und die sollten auch geliefert werden, weil man sie für andere Bauwerke verwenden konnte. Bezahlt werden mussten sie ohnehin. Im Spätherbst 1947 wurde der Abtransport organisiert.
Das hessische Kabinett beschloss am 26. November 1947, ich zitiere, der Herr Minister des Innern wird beauftragt, dem Kabinett einen Vorschlag für eine Umgestaltung der Hindenburg-Grabstätte in der Elisabethkirche in Marburg vorzulegen, welcher die Versenkung der Särge unter das Fußbodenniveau vorsieht, sodass die Deckplatten in gleicher Weise wie bei den Hohenzollerngräbern in der Elisabethkirche nicht über den Fußboden hinausragen. Zitat Ende. Dass dies technisch unmöglich war, erfuhr ein Ministerialbeamter erst auf einem Ortstermin. Eine Verlegung der Hindenburg-Särge an andere Stelle, etwa Hannover, wurde am 1. Dezember 1947 in Erwägung gezogen. Wann die Grabstätte endgültig fertiggestellt wurde und wer die Kosten trug, bleibt unklar. Die Bauarbeiten dürften irgendwann nach dem September 1948 abgeschlossen worden sein. Ministerpräsidenten Stock im Februar 1947. Geht ein bisschen lauter, bitte. Ich versuche es, meine Stimme ist etwas schwach. Stock sprach auch die Särge in der Elisabethkirche an. Sie seien ohne den Willen der Regierung dorthin gekommen, wo sie jetzt als Stätten der Demonstration gegen die Republik dienten, indem dort Kränze und Blumen niedergelegt würden. Das Presseecho war enorm und in den Zeitungen wurde der Begriff Fall Hindenburg geprägt. Auch wenn die große Befürchtung in Marburg, die Universität werde geschlossen, bald dementiert wurde, blieb die öffentliche Debatte heftig. Die hessische Landesregierung verknüpfte noch einmal die mangelhafte Entnazifizierung mit den Gräbern in der Elisabethkirche. Die zuständigen Stellen seien nicht gut beraten gewesen, die Särge in Marburg abzustellen, denn sie seien Symbole des Monarchismus und des Militarismus. Hindenburg, wenn er noch lebte, wäre in Nürnberg der Prozess gemacht worden, weil er Deutschland an Hitler verraten habe. Nach einer heftigen Landtagsdebatte, in die sich auch der Marburger Oberbürgermeister Bleek einschaltete, beruhigte sich im Frühjahr 1947 die Debatte. Politische Demonstrationen an den Gräbern und farbige Kranzschleifen blieben verboten, zumindest offiziell. Ab Mitte 1951 bemühte sich die Familie der Hohenzollern, die beiden Särge ihrer königlichen Vorfahren auf die Burg Hohenzollern zu überführen. Weder die Amerikaner noch deutsche Dienststellen erhoben Einwände, nur die Elisabethkirchengemeinde hätte die Särge gerne in der Kirche behalten und ließ ein Rechtsgutachten erstellen. Der Kirchenvorstand sah die Särge im Eigentum des Volkes. Der fast tägliche Schmuck an den Grabstätten stamme nicht von der Familie der Begrabenen, sondern von Flüchtlingen aus der Ostzone und den Ostgebieten. Von der Rechtslage her gesehen war die Sache für den Kirchenvorstand aussichtslos. In der Nacht vom 27. zum 28. August 1952 wurden die Hohenzollern-Särge nach Öffnung der Grabstätten herausgenommen und in den frühen Morgenstunden unter starkem Polizeischutz abtransportiert. Eine feierliche Übergabezeremonie gab es nicht. Die Demonstrationen an den Gräbern galten vorwiegend den Preußenkönigen. Nach 1952 entfiel dieser Konfliktgrund. Doch mit dem heraufziehenden Kalten Krieg erfuhr Hindenburg neue Wertschätzung als Kämpfer gegen Russland und als ostpreußische Identifikationsfigur. 1954, zum 20. Todestag, feierten Hindenburgs Sohn Oskar, mehrere Generäle und der Kyffhäuserbund und zogen mit wehenden Fahnen anschließend zu den Stadtsälen. Auch 10 Jahre später feierten Offiziersverbände. Eine erste Gegenbewegung war ein offener Brief der Geschichtswerkstatt an die Besucher und Gemeindemitglieder der Elisabethkirche. Er erläutert Hindenburgs Beitrag bei der Etablierung der Nationalsozialisten, schildert den Weg der Hindenburg-Särge,
den Fall Marburg und die regelmäßigen Kranzniederlegungen und politischen Reden am Hindenburggrab. Die Geschichtswerkstatt forderte die Streichung der Ehrenbürgerwürde für Hindenburg. Im Sommer 1991 wurde unter großem Spektakel und auch Gegendemonstrationen die Königsärge von der Burg Hohenzollern zur Garnisonskirche in Potsdam verbracht. Die oberhessische Presse berichtete über das Ereignis und blickte auf die Geschichte der Särge zurück. Durch Kenntnisnahme des großen Aufsatzes von Ingrid Krüger-Bulke aus dem Jahre 1989, ich freue mich, dass Frau Krüger anwesend ist, der auch Grundlage meiner heutigen Ausführungen ist, geriet die Chronologie präziser. Immer wieder wurde in kommunalen Gremien über den Umgang mit Hindenburg debattiert. Auswärtige Anfragen zur Geschichte der vier Särge sind mit großem Abstand die häufigsten zur Marburger Geschichte. Erst gerichtet an den Stadthistoriker Hermann Bauer, dann an das Presseamt, später an das Stadtarchiv. Was bei der angeblich ostpreußischen Heimat Hindenburgs regelmäßig übersehen wird. Altersdomizil war nach dem Krieg Hannover. Dort wurde auch die Ehefrau Gertrud, geborene von Sperling, 1921 in einem Ehrengrab beigesetzt. Die Erbbegräbnisstätte sollte auch Paul von Hindenburg aufnehmen, doch mit der Wahl zum Reichspräsidenten und der Schenkung des Gutes Neudeck 1927 veränderte sich die Situation. Nach dem Tode des Reichspräsidenten wurde die Beisetzung im Tannenberg-Denkmal angeordnet, 1934, und 1936 der Sarg seiner Ehefrau dorthin umgebettet. Die Grabstätte in Hannover wurde 1941 der Stadt zurückgegeben, doch nicht wieder belegt. Am Rande des Feldes liegen Urnengräber für die beiden Töchter Hindenburg und einen Schwiegersohn, zuletzt von 1991. Gerhard Schneider, dem wir die große Monographie Hindenburg in Hannover verdanken, hat auch den postmortalen Hindenburg genau untersucht. Unmittelbar nach Kriegsende war die Beziehung Hindenburgs zu Hannover präsent. Wir haben mehrere Male davon gehört. Später hat in Marburg der Mythos Tannenberg und Neudeck alles überstrahlt. Frühere Publikationen zur Elisabethkirche konzentrierten sich auf die Gesamterscheinung und die mittelalterliche Ausstattung. Nur das Buch von Hermann Bauer aus dem Jahre 1964, das sich um alle Teile der Kirche kümmert, brachte ein Foto der Grabstätte Hindenburg und auch ein Foto der Grabplatten im Nordchor, wo die Königssärge standen. Heute wird im publizistischen Bereich immer häufiger die Hindenburg-Grabstätte abgebildet. Sie ist wirklich zur Touristenattraktion geworden. Der heiligen Elisabeth, der Marburger Stadtheiligen Nummer 1, hat sie nicht den Rang abgelaufen, aber die ist auch nicht an das Gebäude gebunden, das ihren Namen trägt. Vielen Dank.